Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Zurück in die Zukunft, das Spiel. Wir haben beim letzten Mal es hingekriegt, dass wir einen Strafzettel gekriegt haben wegen Alkoholkonsums, Alkoholbesitz und wegen Aini, weil wir gesagt haben, dass Aini unser Hund wäre. Jetzt müssen wir uns, glaube ich, nur noch irgendwie darum kümmern, dass wir einen Strafzettel fürs Knutschen kriegen. Das waren, glaube ich, die einzigen drei Regeln. Und das versuchen wir jetzt einfach mal bei Jennifer. Vielleicht klappt das ja. Was ist es denn? Du und Leech, Jennifer? Hey, sag nichts gegen Leech. Er hat viel mehr zu bieten als Suppe, okay? Was denn zum Beispiel? Das kann ich dir sagen. Zum einen schwingt er die Axt wie kein anderer. Was für eine Axt? Also hast du dir einen neuen Gitarristen angelacht. Ach so. Was soll ich sagen? Ich stehe eben auf heiße Licks. Ja, ich erinnere mich. Komm schon, Jennifer. Keiner in der Stadt spielt so Gitarre wie ich. Ich spreche von einer elektrischen Gitarre, Martin. Kumbaya im Schullandheim zählt nicht. Ich hab doch eine. Na hör mal, diese Flasche spiele ich doch mit links an die Wand. Du willst also unbedingt auf das Siegertreppchen? Was war der Preis nochmal? Darüber können wir reden, wenn du mir bewiesen hast, dass du flinkere Finger hast als Leech. Bereit zum Showdown? Ich bin bereiter als bereit. Hast du eine Gitarre dabei? Die sollte man immer dabei haben. Warte. So, was wird das jetzt? Du kannst jederzeit zu mir kommen. Moment, wir haben Gesellschaft. McFly? Was macht denn die Memme hier? Er sagt, er spielt besser Gitarre als du. Und ich sage, dass niemand in Hill Valley besser ist als du. Willst du es beweisen? Der Ring of Rock? Sei nicht zu hart mit ihm. Erteile ihm nur eine Lektion. Hä? So? Warte mal. In Richtung Verstärker auf Plattform klettern, Luftsprung. Ich nehme mal die Plattform. Ich habe da nämlich so eine sachte Idee, wie das funktionieren könnte. Dass wir nachher versuchen müssen, irgendwie bei Jennifer zu stehen, wenn wir Finale spielen. Wo ist denn der Verstärker da? Er macht uns nämlich alles nach, was wir tun. Und dann hüpft er wieder zurück. Hä? Wie kommen wir denn da jetzt hin? Luftsprung. Okay. Also jetzt macht er was vor. Auf einmal steht das hier jetzt in Englisch. Hä? Du Arsch, hast mein Kabel durchgeschnitten. Das hätte jemand schon vor langer Zeit tun sollen, McFly. Der Sieger und unbestrittene Champion von Hill Valley. Hol dir deinen Preis, Champ. Zurück an die Arbeit. Wir sehen uns, Flasche. Ich glaube einfach nicht, dass du das durchgehen lässt. Er hat gegen die Regeln verstoßen. Im Rock'n'Roll gibt es keine Regeln, Martin. Deshalb sollte jemand wie du nicht antreten. Können wir das wiederholen? Das wäre mal eine sehr gute Frage. Jennifer nochmal ansprechen. Ja? Ich will eine Revanche. Du hast Nerven, McFly. Willst du dich wirklich nochmal so erniedrigen lassen? Er ist nichts als ein Blender. Ich beherrsche die Technik. Ach, wirklich? Willst du eine Kostprobe? Vielleicht, wenn du Lied schlägst. Ja, komm, das haben wir alles schon mal. Ich hab dich schon mal... Ja,
Aber dann hat mich deine Mutter rausgeschmissen. Lass meine Mutter da raus! Pass auf, dass du keine Narben hinterlässt, Baby. Komm, den kriegen wir kaputt. Fahren wir noch einen Luftsprung an. Den Luftsprung scheint er doch ganz gut hinzukriegen. So, vorhin haben wir uns nach... Wo haben wir denn vorhin uns hinbewegt? Oh, gehen wir auch mal dahin. So, jetzt stehen wir zumindest schon mal vor Jenny. So. Ach, das hat doch eigentlich auch ganz gut ausgesehen mit der Plattform. Auch geil, dass sie einfach mal so ein Gitarrenbattle veranstalten. So, rechts herunterklettern. Ach, klettern ist langweilig, wir hüpfen. Ah! Martin McFly, das war total abgefahren. Was soll ich sagen? Manche haben's und manche eben nicht. Du hast meine Kopfplatte zerbrochen. Ich glaube, ich habe ein neues Idol. Komm her. Warte, ich habe eine bessere Idee. Wie hast du mich genannt? Ein Spießer? Jedes Mädchen kann mal einen Fehler machen, oder? Na, guck mal, wer da ist. Kann ich jetzt irgendwas machen? Oh, Rowdies! Verbrechen! Officer Parker! Ich habe diese zwei Rowdies erwischt, wie sie gegen die Vorschriftnummer Jennifer? Daddy 476D verstoßen haben. Mit geöffnetem Mund? Und Zunge. Du bist zu weit gegangen, Jennifer. Was ist denn daran so schlimm? Das sind nur die Hormone. Halt! Solche Worte benutzen wir in dieser Stadt nicht. Zu dir komme ich später noch, junge Dame. Wir müssen uns gründlich unterhalten über das Bürger-Plus-Programm. Was? Ach, kommen Sie. Officer? Geben Sie Mr. McFly Strafpunkte nach 476D. Ich kümmere mich um Ihre missratene Tochter. Ja, Ma'am. Und das ist dafür, dass meine Tochter jetzt Ärger mit Bürgerin Edna hat. Jetzt halte ich von Ärger fern, sonst bekommst du es mit Bürger Brown zu tun. Das war aber doch Sinn und Zweck der Übung. McFly! Was? Hey, Jennifer. Bist du immer noch wütend auf mich? Wütend? Ach, zu sehen, wie mein Vater knallrot anläuft, war die Gefahr, in das Bürger-Plus-Programm gesteckt zu werden, allemal wert. Klasse, denn ich muss unbedingt zu... Meine Güte, Martin, was ist in dich gefahren? Alkohol, Hunde, Knutschen in der Öffentlichkeit? Als ob du ein völlig anderer Mensch wärst. Ein viel coolerer. Ich weiß, es ist nicht leicht zu verstehen, aber ich bin der, der ich immer war. Alle anderen sind anders. Und hör auf, mich Martin zu nennen. Ich heiße Marty. Nun, Marty, was steht als nächstes auf deiner Liste? Bänke umwerfen? Vielleicht. Was muss man tun, um sich eine Menge Ärger einzuhandeln? Ich, glaube, du wirst es gleich wissen. Sieh da, Bürger! Verschwinde von hier, Jen! Kein Problem. Sind Sie Martin Seamus McFly? Ja. Wir haben einen Haftbefehl gegen Sie. Haftbefehl? In den letzten 24 Stunden haben Sie über 15.000 Strafpunkte angesammelt. Cool. Sind Sie das, Mr. McFly Junior? Ist es cool, als Krimineller mit schwacher Moral gebrandmarkt zu sein? Ich bin nicht schwach. Sie stecken schon bis zum Hals in Schwierigkeiten. Ärger? Meine Güte, ja. Aber keine Sorge. Wir werden uns um Sie kümmern. So wie sich Ihr Bürger-Plus-Programm um Biff kümmerte? Vielleicht. Das Programm braucht dringend neue Freiwillige. Aber wir wollen nicht voreilig sein. Hören wir uns zuerst an, was Bürger Brown zu seiner speziellen Neigung zu antisozialem Verhalten zu sagen hat. Sie bringen mich zu Bürger Brown? Unverzüglich. Officers, bringen Sie ihn fort. Ja, Ma'am. Ja, Ma'am. Strike. Es ist an der Zeit. Genau, das wollten wir doch. Ich habe immer gewusst, dass Ihr Einser-Schüler-Musterknabengehabe nur Scharade ist. Da bin ich mal gespannt, wie Doc aussieht.
Heini! Ja. Junge, Junge, Junge! Herein, Bürger! Martin McFly, Alter 18, wohnhaft in Sektor L. Vater George, Mutter Lorraine, Präsident der Junior Brown Brigade. Empfänger eines Vollstipendiums für das Strickland College. Gewinner des vom Rathaus vergebenen Betragenspreises. 0 Strafpunkte, bis heute Morgen. Er stellt sich ganz klar die Frage, Mr. McFly. Was ist mit dir passiert? Das könnte ich mal eher dich fragen. Was ist mit dir denn passiert? Meine Güte, Doc, was ist mit Ihnen passiert? Doc? Interessant. Du hältst mich für einen Doktor. Dir ist anscheinend bewusst, dass du an einer Art psychischen Störung leidest. Das ist ein gutes Zeichen, Martin. Natürlich bin ich kein echter Doktor, aber ich habe die Mittel, um dir zu helfen, wieder in die gesellschaftliche Normalität zurückzukehren. Beginnen wir mit ein paar Fragen, damit ich einen Ausgangspunkt habe. Was für Fragen? Meinetwegen. Bringen wir den Unsinn hinter uns, dann sage ich Ihnen, was Sache ist. Du sagst mir, was Sache ist? Ich höre. Diese ganze irre Welt, die Sie geschaffen haben, sie ist total krank. All die dämlichen Regeln und alle benehmen sich komisch. Mein Vater ist ein seltsamer Spanner, Mom ist total im Eimer und Jennifer macht mir irgendwie Angst. Und Biff, er ist wie ein Zombie oder sowas und im Grunde ist das alles Ihre Schuld. Ah, ich verstehe. Dann geht es hier eigentlich mehr um mich als um dich. Ja. Du hast das alles auf dich genommen, um mit mir persönlich zu sprechen? Genau. Ein Hilferuf, sozusagen. Ja, nein, Sag mir, Martin, hängt deine Mutter wieder an der Flasche? Vergessen Sie meine Mutter, sie ist hier nicht das Problem. Deine Mutter darfst du niemals vergessen, Martin. Deine Eltern sind Autoritätspersonen. Und Respekt für Autoritäten ist absolut unentbehrlich für die Ordnung in Hill Valley. Ich bin erstaunt, dass dein Vater dich noch nicht zur Vernunft gebracht hat. Eigentlich ist er ein sehr fügsamer und entgegenkommender Bürger. Ja, Sie meinen ein total verdrehter Bürger. Er sollte Science-Fiction-Autor sein, kein Spanner. Und Sie sollten eine Zeitmaschine erfinden. Zeitmaschine? Ja, hören Sie, Doc. Sie erinnern sich nicht, doch Sie haben eine Zeitmaschine gebaut. Aus einem DeLorean. Warum? Darum. Einfach nur so, würde ich sagen. Und der Stahlrahmen des DeLorean war aus irgendeinem Grund wichtig. Was weiß ich. Faszinierend. Ja, das ist faszinierend. Es ist faszinierend und großartig und unglaublich, aber das wissen Sie nicht, weil Sie sie nie erfunden haben. Sie sind nicht der echte Doc Brown. Sie müssen mir glauben. Und das liegt daran? Dass alles durcheinander kam, als ich zurück nach 1931 reiste. Klingt, als wäre diese Zeitmaschine eine sehr unpraktische und gefährliche Erfindung. Ja, das kann man im Grunde genommen schon irgendwo irgendwie so sagen. Nein, ich meine, ja. Was ich meine ist, dass sie zwar viel durcheinander gebracht hat, aber auch vieles besser wurde. Zum Beispiel meine Eltern. Nur dank ihrer Zeitmaschine wurden sie erfolgreich und glücklich. Dann sind sie glücklich. Nein, sind sie nicht. Weil sie mich wieder in die Vergangenheit gerufen haben und ihre Zeit gerade und die aller anderen verändert wurde. Ich verstehe. Nein, das tun sie nicht. Denken Sie nach, Doc. Erinnern Sie sich nicht? Wir kannten uns, als Sie 18 waren. Ich bin Michael Corleone. Unglaublich. Der Fall ist ernster, als ich dachte. Der Junge hat eine veränderte Realität erfunden. Was heißt denn hier veränderte Realität? Nein, das hier ist die veränderte Realität. Meine Realität ist die reale Realität. Ganz ruhig, Martin. Ich mache dir keine Vorwürfe. Der Fehler liegt bei uns, nicht bei dir. Scheinbar gab es einen schweren Fehler bei deiner sozialen Anpassung. Ach, Sie verstehen nicht. Nein, noch nicht. Aber ich will es verstehen. Ich will die Wurzel deines Problems finden. Sprich weiter. Nimm dir Zeit. Sieh dich im Zimmer um. Vielleicht regt irgendwas hier deine dein Gedächtnis an.
Okay, was kann ich mir denn hier angucken? Foto von Einstein, Symbol. Was für ein Symbol? Ich weiß nicht, ob er gerade einen Touchdown feiert oder eher angekettet ist. Das Glas ist halb voll, Marty. Halb voll. Was haben wir hier denn noch? Ein Porträt. So sah also Richter Brown aus. Ich habe ihn nie gesehen. Natürlich nicht. Er starb, bevor du geboren wurdest. Er war mein größter Unterstützer. Nach meiner Frau natürlich. Das ist eine Veränderung. Das letzte Mal, als ich ihr jüngeres Ich sah, hatten sie und ihr Vater einen großen Streit wegen ihrer Entscheidung, Erfinder zu werden. War es nicht so? Beeindruckend detaillierte Wahnvorstellung. Sprich weiter. Wir sind da so eine beeindruckende... Ja... Alles das gleiche Zeug wie auf Dads Monitoren, glaube ich. Die ganze Stadt wird überwacht. Wir sind also sehr, sehr einfallsreich, sagen wir es mal so. Uhrenfenster. Wow, das ist cool. Das Geräusch. Irgendwie einschläfernd. Genau, was habe ich gerade gemacht? Ja, gute Frage. Hey, das ist Ihr Aquarium. Ja, das ist mein Aquarium. Sieht ohne die Bakterien gleich viel besser aus. Was? Edna hat es reinigen lassen? Ja, aber 1931 war es voller Bakterien, mit denen wir Raketentreibstoff produziert haben. Wissen Sie noch? Ich... exzentrische Fantasie. Bitte, fahr fort. Wir kriegen dich noch rum, Doc. So, das Bild kann ich mir nicht anschauen. Wohnfenster hatten wir schon. Symbol, Doc. Wow, das habe ich gerade gemacht. Ja, das hatten wir schon. Ich weiß nicht, ob... Fort. Das hatten wir auch gerade schon. Ich will jetzt irgendwie wieder auf den Schreibtisch zurück. Ziere dich nach außen, nicht auf mich. Nutze die Objekte im Raum als Anhaltspunkte. Ich möchte deine Gedankengänge beobachten. Da habe ich, glaube ich, gerade das Falsche weggeklickt. So, hier haben wir eine Uhr. Etwas an dieser Uhr kommt mir bekannt vor. Was denn? Eini! Okay, sehen Sie sich dieses Bild von Einstein an. Der Hund? Das Verstecken gefährlicher Tiere ist eine Ordnungswidrigkeit. Ja, das wurde mir schon gesagt. Aber Sie haben vor langer Zeit genau dasselbe Tier versteckt. Erinnern Sie sich an den Testlauf Ihres Raketenautos? Einstein ist auf dem Gerichtsgebäude gelandet. Ich erinnere mich an so etwas, aber natürlich kann das nicht der gleiche Hund sein. Daran ist auch nichts natürlich. Einstein ist auch ein Zeitreisender, dank Ihrer Erfindung. Hör auf, mich so zu verwirren. Mein ganzes Leben habe ich dem praktischen Nutzen von Technologie gewidmet, für eine effizientere, geordnete Gesellschaft. Da kannst du jeden fragen. Er wird es dir bestätigen. Sie wissen es besser, oder, Emmett? Nein. Siehst du dieses Foto? Ich trage es bei mir als Erinnerung an den Moment, an dem mein Lebensweg klar wurde. Der 25. August 1931. Der Tag, an dem ich ganz allein Kit Tennen, die Geisel von Hill Valley, festnahm. Was denn, ganz alleine? Und nicht zufällig auch der Tag, an dem ich Edna Strickland für mich gewann. Meine wissenschaftliche Muse und Liebe meines Lebens. Sieh her, das ist ein junger Mann, der seine Bestimmung kennt. Ich sehe da etwas anderes. Was siehst du denn? Das frage ich mich auch gerade. Ich habe das Bild noch nicht wirklich lange gesehen. Hallo? Hallo? So, was haben wir denn hier? Arthur McFly. Nein. Arthur McFly. Kennen Sie ihn? Arthur McFly! Dein Großvater, wenn ich mich nicht irre. Ja, Sie und ich haben 31 eine Vorladung an ihn zugestellt. Völlig absurd! Was haben wir da denn? Achso, das, was daneben liegt, dürfen wir gar nicht. Da haben wir Edna. Nein. Wow, das ist mir vorher noch nie aufgefallen, aber Edna war echt scharf auf Sie, oder? Scharf, ja. Edna war die erste des schönen Geschlechts, die in mir etwas Besonderes sah. Sie sah etwas, klar, und sie schnappte es sich. Hey, ich habe uns da hinten schon entdeckt. Aber ich will jetzt erst noch hier die anderen Personen durchgehen. Ich sehe jemanden, der wegen seiner Erfindung total aufgekratzt ist. Da liegst du falsch. Auch wenn mein Raketenauto zufällig Kit Tennen gefangen hat, war es eine höchst unvernünftige und gefährliche Idee. Mit unvorstellbaren Konsequenzen hätte ich sie weiterverfolgt. Zum Glück kam Edna und richtete meinen neu gewonnenen Ruhm auf sinnvollere Ziele. Ja, total sinnvoll. Die Menschheit versklaven, oder wie? Kit Tennen, also den Danny Parker darf ich wohl nicht. Es tut mir fast leid, dass wir Kit Tennen weggesperrt haben.
Wir? Ja, erinnern Sie sich nicht? Sie haben ihn entwaffnet, ich habe ihn im Raketenauto eingesperrt. Nein, so ist es nicht passiert. Oh, da hinten sind wir. Könnte das sein? Ich denke schon. Was? Das bin ich. Und Sie. Das andere Sie. Das bin ich. Und du. Aber wie? Michael? Das ist unmöglich. Nein, das ist Wissenschaft. Ihre Wissenschaft, Doc. In dieser anderen Welt, von der du sprichst, bin ich dort glücklich? Sogar sehr glücklich. Sie haben zwei tolle Söhne. Söhne? Ja, und eine fantastische Frau. Nicht Edna? Nicht im Entferntesten. Und ihre Erfindung. Doc, sie können überall hinreisen, in jede Zeit. Sie sind der glücklichste Mann im Universum. Und was ist mit Hill Valley? Hill Valley? Wissen Sie, es gibt schon Probleme. Ein bisschen Stadtverfall hier, ein wenig Verbrechen da. Es ist eine normale Stadt. Die Menschen sind meistens glücklich. Und auch wenn sie unglücklich sind, dann nicht so unglücklich wie in Ihrem Hill Valley. Halt! Es gibt keine unglücklichen Menschen in meinem Hill Valley! Hören Sie auf. Sie glauben nicht meine wirklich... Meine Bürger leben in Recht und Ordnung. Niemand hat Sorgen. Niemand beschwert sich. Nur weil Sie sich nicht trauen? Mann, öffnen Sie doch mal die Augen. Sie und Edna haben alle eingeschüchtert. Für dich, Mrs. Brown, Jungchen. Doc. Red mich gefälligst mit euer Ehren an. Meine Frau und ich haben über 50 Jahre gearbeitet, jeden wachen Moment geopfert, um Hill Valley von Laster und Chaos zu befreien. Und du wagst es zu behaupten, unsere Bürger wären unglücklich? Ja, das tue ich. Ich habe es gesehen. Sie haben nur Angst, es zu sagen. Angst? Angst wovor? Angst vor den Konsequenzen ihrer Taten, Doc. Dieser Ort ist wie ein Polizeistaat. Unsinn! Ich kann es beweisen. Na gut, Zeitreisender, tu das! Und bis dahin ist eine wilde Geschichte für mich genau das! Die Geschichte eines Verrückten! Und ich habe festgestellt, dass es die beste Behandlung ist, dem Wahnsinn seinen Lauf zu lassen. Meine Güte. Dann ist das Gespräch beendet? Soll ich etwa gehen? Ja bitte, ich bin sehr beschäftigt. Ich muss mich um eine Stadt kümmern. Gut, aber ich komme wieder. Mit Beweisen. Ich glaube, Edna möchte nicht, dass wir die Beweise bringen, oder? Sehe ich da jetzt gerade was falsch? Doc will also einen Beweis, dass Hill Valley nicht so perfekt ist, wie er glaubt? Bitteschön, hier kommt er. Dad! Nimm das Band raus, Sohn. Ich glaube, es ist zurückgespult. Oh. Wow, ganz ruhig. Setz dich. Schätze, ich war kurz weggetreten. Bin vom Stuhl gefallen. Nicht gefallen. Jemand hat dich niedergeschlagen. Niedergeschlagen? Unmöglich. Wir sind sehr stolz darauf, dass Akte physischer Gewalt in Hill Valley praktisch der Vergangenheit an... Wer war das? Weißt du's? Das kann nicht wahr sein. Es muss hier irgendwo einen Hinweis geben. Irgendwo einen Hinweis? Ich denke, er hat das aufgenommen. Von dem, warum sind die Monitore alle aus? Nur weil einer kaputt ist, oder wie? Aber der dachte vorhin noch nicht, oder? Dad, der Schläger hier gehört nicht uns, oder? Nein, nein. McFlys benutzen nie Aluminiumschläger. Seltsam. Nicht anfassen. Das ist Beweismaterial. Wofür? Oh, warum würde jemand einem netten Sektor L-Bürger wie mir so etwas antun? An was kannst du dich noch erinnern? Ich habe hier gesessen und kopierte noch eine belastende Szene auf meine Bänder. Meine Bänder, was ist mit meinen Bändern? Bleib ruhig, Dad. Sind sie auf dem Boden? Sie sind in einer Kiste, darauf steht Rohmaterial. Ah ja. Müssen wir jetzt also den Boden finden, oder wie? Was kann ich denn hier noch machen? Hier gar nichts. Kann ich da mittlerweile rein? Ja, das hatten wir schon mal. Kommen wir denn über den Zaun hier hinten auch nicht?
Mal kurz in die Garage gucken. Sind auf dem Boden. Videokassettenhüllen. Hier ist es. Das Rohmaterial. Gott sei Dank. Sekunde. Siehst du? Ich sagte doch, dass du voreilige Schlüsse ziehst. Diese ganzen düsteren Vermutungen über Diebe und Angreifer, dabei war sie die ganze Zeit... Leer. Was? Hier sind keine Bänder. Aber ich bin mir sicher, dass sie da drin waren. Bevor dieser jemand dir eine übergezogen und sie dir weggenommen hat. Meine Güte, ich wurde beraubt. Beraubt in Hill Valley. Damit kommen sie nicht. Oh! Keine Sorge, Dad. Wir kommen schon dahinter. Wer? Wer konnte mir das nur antun? Na, ich habe keine Ahnung. Für wen sind diese Bänder eine Gefahr? Für alle, die Burger Brown schlecht gemacht haben und nicht wussten, dass eine Kamera auf sie gerichtet ist. Aber das ist die halbe Stadt. Nein, ich glaube, es war ein Einzeltäter. Ach, es nützt nichts. Die Bänder sind weg. Ich kann jetzt nur noch hoffen, dass sie nicht auftauchen und mich in Schwierigkeiten bringen. Dad, wir können nicht aufgeben. Lass uns jemanden in die Mangel nehmen, lass uns zur Polizei gehen, Ich glaube, wir suchen mal nach Vielleicht mehr Hinweisen. Vielleicht gibt es hier noch mehr Hinweise. Wozu? Selbst wenn wir herausfinden, wer die Bänder gestohlen hat, können wir sie nicht zurückholen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Wir müssen doch irgendetwas tun können, um an die Bänder zu kommen. Nun, wir könnten neue machen. Können wir? Sicher. Es könnte etwas dauern, aber wenn du deinem alten Herrn hilfst, sollten wir nicht länger brauchen als, sagen wir, 6 Monate. 6 Monate? Aber ich brauche die Bänder jetzt. Du brauchst die Bänder? Was ich damit meinte... Wäre schrecklich, wenn die ganze Arbeit... Das muss man Bürger Brown lassen. Ich habe versprochen, ihm Beweise zu liefern, dass Hill Valley nicht so glücklich ist, wie er glaubt, als ich in seinem Büro war, bevor ich hergekommen bin. Was denn? Du hast mit Bürger Brown gesprochen? Es war nicht einfach, glaub mir. Ich musste alle möglichen Regeln brechen. Du hast Regeln gebrochen? Streunende Hunde aufnehmen, Mädchen küssen, mit Mams Flachmann erwischt werden. Das ist die abwegigste Geschichte, die ich je gehört habe. Sie ist wahr. Du vergisst, ich bin dein Vater, ich kenne deine Geschichte. Tja, die Geschichte hat sich geändert. Beweis es. Ja, wir haben ja genug Beweise in der Tasche. Aber ich würde sagen, ich glaube, mit der Zeit sind wir auch schon soweit wieder durch. Das werden wir dann beim nächsten Mal beweisen. Hoffe, ihr hattet Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis denn. Ciao.